wunderschönen guten Tag. Hallo. Wow, was für eine Stimme. Ja. Hallo. Hallo. Marc. Ja. Wie alt bist du? 24 Jahre alt. Komme aus Berlin-Neukölln. Ursprünglich aus Kroatien und ja. Hast du einen Beruf? Ja, ich bin Leiharbeiter. Ich bin. Also hart, oder? Tätig. Ja, schon, natürlich. Also ich bin überall mal tätig, mal im Lager, mal im Transport, mal in der Entsorgung. Ich meine, aber warum suchst du denn nicht so einen festen Job irgendwie in der Firma? Also ich meine, das ist ja ein fester Job, aber natürlich. Macht dir das mehr Spaß, so verschieden oder so? Natürlich, so habe ich die Möglichkeit, überall Erfahrung zu sammeln. Mhm. Und von daher. Ja, wenn es dir Spaß macht, ist ja prima. Was singst du für uns? Brian McKnight, Crazy Love. Ja, aber der singt aber auch. So unglaublich. Ich meine, der singt, der fällt. Also gut, ich meine, versuch's. Ja? Crazy Love. I can hear her heartbeat from a thousand miles. Hear the heaven every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. And yet I'm running to her like a river strong. She gives me love, 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 crazy love. She give me love, 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 crazy love. She got a fine sense of humor, and I'm low. Stimme. Danke. Und du musst halt noch ein bisschen deine Levels finden. Du musst wirklich aus dem Bauch kommen und was Tiefes und dann gehst du da hoch. Das war, du warst ein bisschen da in der Mitte und dann bist du da aus dem Nichts da hochgeschossen. Aber du kannst da echt noch viel Arbeit investieren in deine Stimmführung, in Stützen heißt es, ja, dass deine Stimme einfach auch bleibt und ein bisschen präsenter noch ist. Natürlich. Aber mir gefällt es auf jeden Fall. Du bist auch freudig bei der Sache, sag ich mal. Ich würde dich gerne wiedersehen, auf jeden Fall. Natürlich. Also, ich mag dich einfach. Das ist, keine Ahnung. Es ist einfach, du hast was, auf jeden Fall. Du bist ja nicht so klein und zierlich und sensibel, du bist so ein großer Ding. Und wenn du diese Verletzlichkeit zeigst und das auch konstant lieferst, das ist halt ein Wow-Effekt, weil die Optik einfach so dagegen stoßt, ja. Und das ist irgendwie das Schöne. Danke. Deswegen, ich würde dir gerne eine Chance geben. Ich finde dich auch sehr sympathisch, wirklich. Stimme ist gut, aber ich glaube, dass es nicht reicht. Also für mich reicht es nicht. Ja, ich bin bei Pietro. Also fürs Hier und Heute. Also für das Geschäft im Moment. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, du mit Tim Bensko oder was auch immer. Ja. Ich kann mir auch nicht mit Ziel. Das ist alles eine ganz andere Welt. 2 gegen 2, wen hast du genommen? Wenn Marc den richtigen Joker gewählt hat, ist er trotz der 2 Gegenstimmen weiter. Oana und Xavier könnten ihn in den Recall schicken. Xavier. Siehst du, bis weiter. Bist du doch weiter. Unglaublich. Also ich muss das erstmal noch verarbeiten. Ja? Also klar, es ist Shado und Pietro und Dieter, aber mit Xavier unglaublich. Also Xavier und Oana, das ist krass.